Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play zu Sacred 2. Ich habe ja ein paar Test-Let's Plays angefangen, die waren alle nicht so, ja, weil Fraps ein bisschen geleckt hat oder irgendwie falsch aufgenommen hat, nicht mehr so gut. Aber jetzt möchte ich es durchziehen und ich werde eine Triade anfangen. Aber diesmal nicht auf Gift gehen, sondern auf... Also doch auf Gift gehen, aber nicht auf Voodoo. So, kommen wir des Lichtes, hier nehmen Kübel, alles gut. Ich werde ein paar Challenges einbauen und ich werde das Spiel zu 100% durchspielen. Bis Niob, also mit Niob und also dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und der Rest, ja, werde ich dann Spiel dann tun. Ja, was kann man über das Spiel sagen? Es ist natürlich gigantisch und manchmal habe ich wahrscheinlich ein bisschen wenig Bock, das zu spielen, aber es kommt und es ist eines meiner Hauptprojekte und ja, ich möchte dieses Spiel ja genießen, gut durchspielen und am besten ohne Tote, das ist die erste Challenge, aber ich mache nicht Hardcore-Modus, also hier könnte man noch einstellen, dass man dann stirbt, also ganz tot ist, aber das will ich nicht, weil ein kleiner Lag oder sonst irgendwas, Fraps-Probleme und ich werde dann tot, weil ich nicht mehr reagieren kann und da ist Sacred 2 nicht so gut, also vor allem wenn man irgendwie auf den Desktop geschossen wird oder sonst irgendwas, dann geht es lang, bis man wieder drin ist und ja. Also, ja, wir spielen Licht. Die Frau heißt Let's Playerin. Nein. Wir nennen sie einfach Monika. So. Der Kistenträger machen wir doch grün oder so. Giftgrün. Die Hautfarbe lassen wir so, da könnten wir noch ganz verschiedene Farben machen. Man könnte auch eine schwarze machen, aber dann sieht man ihre Kurven nicht mehr so gut. Und wir nehmen eine schöne Frisur. Wir könnten so eine Afro. Nein, dass sie nicht so schön ist. Ja, wir nehmen die. So, und die Haarfarbe könnte man noch ändern. Da könnte man zum Beispiel rote Haare machen oder grüne. Aber wir nehmen die braunen und starten das Let's Play. Das Intro, das schaut ihr am besten irgendwo anders an. Das gibt es sicher irgendwo bei YouTube oder so. Weil es bei mir wahrscheinlich zu leise ist, ich werde es mal spielen lassen, aber werde es dann abbrechen, wenn sowieso nichts verstanden wird oder so weiter. Jetzt muss es nur noch laden. Ja, es ist zu leise bei mir. Sorry. Aber manche Spiele sind entweder zu laut oder zu leise, nie richtig angepasst und das ist bei Sacred 2 leider so. So. Ja, schauen wir mal eben Naturmagie an mit Gift. Wir werden natürlich Wucherwurzel verwenden, Botenspieße, eigentlich alle. Ja. Und werden dann auch hier noch die gequälte Seele nehmen. Und ja, vielleicht noch Flucht des Verderbens oder so. Die Krankheit ist am Anfang sehr schwach, vielleicht nehme ich die dann am Schluss noch mit rein. Hier könnten wir noch Sprint nehmen. Und ja, Projektivfokus brauchen wir wahrscheinlich nicht. Also machen wir die Natur-Triade und gehen jetzt kurz hier hinten. Ein bisschen leiser machen, wäre nicht schlecht.
So. Denn hier ist eine oder mehrere dieser Leute noch. Okay, jetzt ist nichts mehr. Gut, dann werden wir mal. Das ist Bronze, also ich werde noch natürlich gleich auf Silber gehen, weil es ja mehr Herausforderung bietet und so, und wir das Spiel nicht auf Bronze durchspielen müssen, um einen höheren Schwierigkeitsgrad freischalten, mache ich direkt Silber. Und ja. Nun ist. Ja, er sagt es. Also wir müssen zu den Hochelfen und ihr Vertrauen bekommen, damit wir die Triaden retten können. Und ja, die wurden wahrscheinlich von irgendwelchen grässlichen Kreaturen angegriffen. Und ja, haben ihre Probleme. Wie wahrscheinlich die Hochelfen auch. Hallo. Gib mir mal die Ausrüstung, die ich schon mal ein bisschen vorgeplant habe. Sonst ist das zu lame. So, konzentrierte Angriffe Rindenhaut hätten wir. Und Botenspieße. Macherverstand brauchen wir nicht. Botenspieße zu werden. Ah, wir haben das falsche ausgewählt. Das hier. So, konzentrierte Angriffe brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir hier schon mal der Hauptangriff. Der macht nur physischen Damage, okay. Und der Buff, den legen wir immer rechts unten. Dann wird der Buff aktiv, wenn man drauf drückt. So. Und jetzt hätte man hier Buff-Effekte, Buff-Darstellung. Machen wir nochmal an. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja. Jetzt haben wir hier die Rindenhaut. Aber wir machen sie wieder aus. So. Und greifen mit Botenspießen an. Hallo, ist jemand da? Ah, da ist jemand. Hallo. Oh. Nicht schlecht. Okay, ja, was soll ich zum Spiel sagen? Es ist einer meiner Lieblingsspiele. Es ist richtig gut. Bei vielen wird es nicht so richtig. Ja, die schauen halt meistens nur auf die schlechten Sachen. Es sind wirklich schlechte Sachen dabei bei Sekiro 2, aber es hat ein riesen Potenzial. Es ist gigantisch und es leckt ein bisschen. Sorry dafür. Das liegt an Fraps. Ja. Und es braucht halt sehr, sehr viele Grafikleistungen, weil die Engine einfach nur Schrott ist oder zu überladen ist. Weil es einfach dann zwischendurch leckt und alles Mögliche. Aber es läuft einfach eigentlich flüssig. Also, wenn es manchmal ein bisschen nachlädt, dann kommt es manchmal ein bisschen zum Laggen. Aber sonst läuft es eigentlich bei mir flüssig. Das war früher nicht so. Und ich kann keine Physik anmachen, sonst würde das so was von laggen. Es wurde einfach nicht optimiert. Und. Oder nicht auf normale PCs getestet, nur auf Profi-Entwicklersystemen und so weiter. Und hat dadurch, ja, ungefähr 15 FPS bei meiner GeForce 640 GT Duo. Mit 4 GB RAM, also GB also Grafikkartenspeicher meine ich. Und 8 GB RAM, der hat der Arbeitsspeicher. Und das sollte eigentlich richtig gut reichen, aber es reicht nicht, um Ding auch zu verwenden.
Physics, aber so viel ist es nicht. Also ich war so überrascht, als ich das Video gesehen habe, dass Effekte möglich sind mit Blättern und so weiter, aber die Blätter sind erstens so extrem zweidimensional, zweitens sie schwingen nicht ringsum oder so, sie gehen einfach auf die Seite, also vielleicht das erste Mal, wenn man gerade in ein neues Gebiet kommt und die Blätter ringsum sind, dann werden sie irgendwie heimgezogen oder so, aber die Blätter werden immer auf die Seite geschoben und dann springt es einfach nicht, wenn man das anmacht. So, wir brauchen Naturmagiekunde, erhöhten Schaden, Chance auf kritische Treffer und Geschwindigkeit der Naturmagiezauber. Und ja, mit dem könnte man hier dann auch stacken, aber wir haben noch zu wenig. Wir brauchen, glaube ich, 3 Punkte in Naturmagiekunde, damit das erste freigeschaltet wird. Oder einfach ein höheres Level, weiß ich jetzt nicht genau. Und wir haben ja einen wertvollen Harnisch gefunden schon. Mit Voodoo Totem. Okay. Ja. Sekiro 2 ist auch relativ lustig. Es gibt viele Easter Eggs und Gags. Und die Leute reden gute Sachen. Aber es ist leider bei mir leise. Wieso geht das nicht lauter? Ich könnte etwas machen und das ist die Sprache zuerst mal auf, dann hier runter und dafür hier wieder auf. So. Ist es jetzt leise? Ja, jetzt ist es wenigstens laut von der Sprache her. Jetzt hört man wirklich nur noch die Sprache, sorry. Da werde ich das wieder runter machen und das wieder hoch, so. Jetzt. Jetzt sollte alles gut sein. Ja, eben die Leute reden irgendwas Lustiges und sind manchmal Easter Eggs, lustige Quests versteckt, alles mögliche, also das Let's Play bietet, also das Spiel bietet auch ein bisschen Unterhaltung im lustigen Sinne, im komödiantischen Sinne. Und das ist toll. Also zum Beispiel Diablo 3 ist sehr ernst und ich will schon ein bisschen etwas Lustiges drin haben und so. Und darum mag ich auch Sekiro 2 lieber als irgendwie Diablo 3 oder Path of Exile. Da muss ich es endlich mal let's playen, solange dass es nicht so extrem laggt. Es laggt halt manchmal, weil irgendwelche Texturen nicht nachgeladen werden. Aber sonst laggt es nicht und sonst kann ich immer noch die Grafikeinstellungen ein bisschen runterstellen. Vor allem das Gras. Kann ich mal runterstellen, wenn es laggt. Aber sollte eigentlich nicht. So. Und ihr seht es im Video wahrscheinlich besser als ich, wenn es laggt. Dann tut es mir leid. Sehe ich meistens immer im Nachhinein erst. So, und hier müssen wir einen Wilderer stellen, die Schildkröteneier geklaut haben. Okay, stellt sich vor und ja, diese armen Schildkröte werden aussterben, wenn man sie nicht aufhält, die Jäger. Dann killen wir den mal, der ist hier unten. So, mit Spießen, klassische Art. Ja toll, jetzt muss ich nochmal warten. So. Ein Helm für eine Seraphim. Ja, die 6 Charakterklassen sind abwechslungsreich, aber nicht der Hammer. Bei manchen Builds und so fehlt einfach die Durchschlagskraft oder den Area of Damage, also der Kreis, wo sie angreifen können. Manche sind meistens nur ein Gegner und in diesem Spiel gibt es oft sehr viele Gegner.
Da hockt man manchmal stundenlang und kloppt einen Gegner nach dem anderen runter und ist ein bisschen blöd gemacht. Und der siebte Charakter vom Add-on, der spielt sich überraschend gut, aber er ist entweder extrem OP oder gar nicht OP. Da wurde diese Klasse am wenigsten balanciert, und aber recht nette Skills, auch wenn sie manchmal sehr unexakt sind. Oder ja, also zum Beispiel der Drachenangriff, der hat eine extrem schlechte Trefferquote in Höhlen, und zum Beispiel ewiges Feuer, wie der heißt, der Skill, der hat extrem langsame Dot und Verbreitung, also bis alle Gegner im Bildschirm brennen, vergehen Jahre, und das ist scheiße. Aber ich wollte mal einen solchen machen, aber ich habe es aufgegeben nach einiger Zeit, weil einfach kein einziger Gegner hat bei mir verbreitet, also den Angriff verbreitet, also ist drüber gewachsen, nie ist es drüber gewachsen. So, er bedankt sich und wir können weiter. Und diese Triade spielt sich überraschend leicht momentan noch, wahrscheinlich wegen dem Buff. Aber bekommt doch 8 Schaden. Nicht schlecht. Aber sie hat halt viele HP. Und ist mit dem Blaster sehr stark. Aber das wird sich wahrscheinlich bald noch ein bisschen ändern. Wenn wir dann auf Silber wechseln, sind die Gegner natürlich auch viel stärker. So. Ja, die hätte 0 Chance. Und ein Schulterpanzer für mich. Jetzt hat sie es auch anders. In diesem Spiel sieht man alle Rüstungsteile am Charakter. Das wurde sehr gut gemacht. Das war damals noch nicht so der Fall. Zum Beispiel bei Diablo 3 sieht man nicht alle Rüstungs richtig am Charaktere. Und ja, das gefällt mir nicht so. Und jetzt leckt das irgendwie wegen einem Dorf oder so. Tut mir leid. Weil hier ist ein Dorf. Die nehmen wir nicht mit. Jetzt leckt es nicht mehr so. Gut. Ja, und selbst in Dörfern leckt es eigentlich nie, aus eben dieses blöde Nachladegeruckel. Und wenn es in Kämpfen nicht leckt, ist es auch gut. Und das macht es auch nicht. Nur beim Laufen, beim Schnelllaufen. So, zeigt uns, wie man Hirsche jagt. Oh, eine Triade, was für ein Glück. Die Jagdkünste eures Volkes sind legendär. Würdet ihr uns wohl behilflich sein? Wir sind Jäger und wollen einen Hirsch erledigen. Aber wir haben mit der Hirschjagd so gut wie keine Erfahrungen. Vielleicht könnt ihr uns da etwas zeigen. Ich bin eine Triade. Ich jage keine Hirsche. Aber na gut, dann zeige ich's. So. Wir werden es sowieso unterbinden, wenn sie einen Hirsch töten. So, nehmen wir hier einen Beinschutz mit. Ja, jetzt habe ich den Beinschutz an. Sieht hübsch aus, die Triade mit dem Helm. So ein Burka-artiger Helm. Man sieht nichts von ihrer Schönheit. Och, schade. So, hier haben wir einen Händler, der verkauft halt allen Schrott. Und mit dem Handelskill können wir hier noch ein paar bessere Items finden. Aber natürlich ist der Hauptaspekt auf dem Finden. Und ja, ich werde wahrscheinlich Handel entweder gar nicht skillen oder nur sehr wenig. Für später Amulette und so. Mal schauen. So, und hier haben wir, bringt mir 4 Gelbfüßkräuter aus dem Koboldlager. Okay, wir müssen Kobolde töten, die haben Gelbfußkräuter dabei. Und sie wieder zurückbringen. Wow, sehr innovativ, aber es gibt auch viel bessere Quests. Aber manche Quests sind halt 0815.
aber das sind die guten Zocker gewöhnt. Es gibt sehr viele Spiele halt, die so Grinder-Quests haben, und da ist halt Secret 2 auch mit dabei, aber eben sehr wenig. So, aber ganz innovatives Zeugs muss man auch nicht erwarten. Es gibt manchmal nur Bringe das und solche Quests, aber eben nicht Töte-Quests. So, wir machen Charakter so, die Kamera so, sprechen den an. Sehr gut, ein Prachtskerl. Schaut nur das Geweih, das wird sich gut über dem Kamin machen. Und der Rest des Tieres kann ja hier verrotten. So haben wenigstens die Würmer und Käfer noch etwas davon. Hehehehe. Und wir greifen ihn jetzt an. Der übertreibt. So. Und der Till. Lasst ab! Es war doch nur ein Hirsch. Aber ihr habt wohl recht. Man sollte keine Lebewesen grundlos töten. Ich sehe es ein. Verzeiht, unser Jagdfieber hat uns blind gemacht. Okay, wir lassen sie in Ruhe. Hoffentlich machen sie es nie wieder. Und wir gehen weiter. Wir machen hier noch die Quest, wie die oben ist. Ja. Genau. Ja, dann machen wir die untere Quest nicht. Ich will nicht wieder zurücklaufen, weil ich muss eigentlich hier nur am Pilzen Runen sammeln. Und die bekommt man von solchen Quests leider noch nicht. Bist du die Baumkuschlerin, die uns Elfen das Recht zur Jagd absprechen will? Dann zeigen wir dir jetzt mal, was man in Leuten wie dir machen. Und hoffentlich treffen wir alle. Ja, nicht so gut. Einen haben wir getötet und der nächste haben wir auch abgeschossen. Gut, haben wir das geschafft. Und wir können weiter dorthin. Die blauen sind die Charakterquests und die geben am Schluss dann, wenn man alle gemacht hat, ein besonderes Item. Ein Legendary Item. Das sind die höchsten. Hier in diesem Game gibt es Uniques und Legendaries. Und Uniques sind braun und die Legendaries orange und haben es in sich. So, hier leckt es leider ein bisschen. Tut mir leid, aber müsste sich legen, sobald alles geladen ist. So, haltet die Bossos Holzfälle auf. Hallo, ihr seid doch eine Triade. Hört, vor einiger Zeit wurde beschlossen, dass in der Umgebung des Dorfes des Wald neu aufgeforstet wird. Aber Tyboso lässt nicht aufforsten. Im Gegenteil, er zwingt Sklaven dazu, die Bäume weiter abzuholzen. Bitte geht und setzt diesem Treiben ein Ende. Okay, das machen wir nach der einen Quest vom Verzauberer. Ein angenehmer Schwatz war dies. Mich doch ein wenig. Es ist doch ein bisschen zu laut. Mein Herz berührt euch zu sehen. Lebt denn wohl. Mal sehen. So, da kann man die noch wieder ein bisschen lauter machen. Gut. Und findet meinen Sohn. Da habe ich sorry abgebrochen. Der wurde beim Spielen oder so irgendwas überrascht und wir müssen ihn jetzt irgendwo suchen und retten. Und das ist die Quest. Ja, die erzählen hier in dieser Stadt recht komischen Mist. Zum Beispiel von Red Bull oder von Karl Lagerfels. Also der Karl Lagerfeld im Real Life und so weiter, also so richtige Anspielungen auf halt aktuelle Themen, nicht mittelalte Themen. Oh. Aber damit man es wahrscheinlich auch besser merkt. Das ist mir das Liebste. Nun erfasst mich doch ein wenig die Eile. Der Zufall hat uns zusammengeführt. Möge er auch ein zweites Mal zuschlagen. Ja, aber dann bedankt sie sich noch 20 Mal, bevor sie dann weggehen.
Hier hat es zum Beispiel Magic-Karten, das ist so etwas, also eine Anspielung auf solche Spielekarte. Und ein bisschen Rum. Oh, hier hat es noch eine Statue, die muss man natürlich auch noch anschauen. So, von hier sieht man es besser. Und ja, hier hat es zum Beispiel, was ist das, ein Spiegel? Okay. So. Ich muss nochmal kurz denken, wo es Easter Eggs gibt, aber in diesem Startgebiet gibt es leider keine richtigen Easter Eggs. Ich werde natürlich alle ausfindig machen. Und ja, also vielleicht die Items, wenn sie nicht droppen, aber sonst eigentlich alles euch zeigen. Ein paar Räuber haben die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Wenn wir unsere Steuer nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Wir wissen zwar, dass der Unterschlupf dieser Räuberbande in der Nähe der endlosen Höhle ist, aber unsere Kämpfer sind alle im Krieg und wir haben niemanden, der es mit ihnen aufnehmen könnte. Bitte, holt die Juwelen von den Räubern zurück und bringt sie zu Senator Gracchus in Tylysium. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Okay, werden wir machen. Wir werden diese Juwelen und so zurück erholen, also holen und sie nach Tylysium bringen. Und dazu müssen wir zuerst hier hin und dann irgendwo hier hin und dann hier runter in die Großstadt und dort abgeben. So, aktivieren wir die zweite Quest. Dort hat es eine Doppelquest. Seit wann das? Das ist wahrscheinlich ein Anzeigebuff. So, tun wir die Sachen hier rein. Das sind diese, ich nenne es jetzt nicht Gems. Gems sind sie in Path of Exile, Runen für die Skills der Charaktere. Und die geben zwischen 1 und 4, glaube ich, Fähigkeiten dazu. Also Punkte, und mit Punkten, mit Stufen von diesen Zaubern erhöht sich die Regenerationszeit. Aber dafür erhöht sich auch der Schaden oder andere Effekte. Und das muss man super anpassen. Aber das erkläre ich euch dann noch später. Zum Beispiel mit dem Fokus. Wir haben die Kunde. Wir müssen noch den Naturmagie-Fokus machen. Der senkt die Abklingzeiten der Zauber und Attacken. So. Diese Höhle ist leider eine Sackgasse, die gehört zu einer Seraphim-Quest. Wir haben gleich wieder ein Level, das sieht man an der XP-Anzeige. Wenn die voll grün ist, haben wir ein neues Level erreicht, also bald. Oh, zweimal, gut. So, Wucherwurzel, gut. Und hier haben wir schon den kleinen Jungen. Hast du gesehen, wie stark der Wolf war? Selbst für einen schwarzen Wolf war der extrem zäh. Danke, dass du mir geholfen hast. Bringst du mich bitte nach Hause? Ich habe immer noch Angst. Okay, machen wir natürlich. Und wir haben ein Level. Jetzt werden wir hier noch nicht. Wir könnten aber Konzentration schon mal auswählen. Ja, nein, das machen wir später. Wir machen jetzt nochmal alle auf Naturmagie-Kunde, bis wir 5 haben, dann können wir den Fokus auswählen. So. Ja, die Triad ist die einzige, die solche Blasrohre verwenden kann. Das Blasrohr hat sofort Effekt, also keine Geschosse, trifft sofort den Gegner und
ist eigentlich recht gut, aber der Nachteil ist, er durchschlägt, also die Geschosse durchschlägen, schlagen, weil sie gar keine Geschosse sind, eigentlich gar nicht den Gegner, wenn man das geskillt hat oder so. Dann verwende ich später für die Triaden eigentlich immer Bögen, weil sie auch viel mehr Damage machen. Die treffen immer zweimal gut, die Spieße. Dann können wir sie noch gut ausbauen. Man muss dann immer zwischen zwei wählen, zwei Bronze-Slots, zwei Silber-Slots und zwei Gold-Slots muss man eins auswählen. Und ja, das andere kann man halt nicht mehr skillen dann. Und da muss man halt schauen, welcher Effekt der bessere ist. Auch weil man mit dem neuesten Patch, der Community Patch 1.4.0, auch keinen Charakter-Editor verwenden kann, um zurück zu skillen oder sowas. Das ist schade. Das ist nicht gut. Aber ich weiß sowieso, wie man die skillt. Und da kein Problem. Bei mir. Aber wenn ihr spielt, konzentriert euch, wenn ihr statet, wenn ihr dieses auswählt, weil zurücksetzen kann man sie, wie gesagt, nicht. Und wählt gut. Manche Effekte sind auch so sinnlos und ja, die wären nicht gut, wenn man die nimmt. Aber man verskillt sich damit nicht so hart, dass es unspielbar ist oder so. So, jetzt gehen wir hier oben. Das ist erst der See, also der Teich. Hier nach oben. Gut. Und jetzt können wir die Runen verwenden. Runen tauschen und so. Ich habe ihm so oft gesagt, er soll nicht mit den Wölfen spielen. Nun, vielleicht hilft ihm dieses Erlebnis, etwas vorsichtiger zu sein. Hier, nimm dieses Geld als Dank für deine Mühen. Sagte ich schon, dass ich den Runenmeister dieses Dorfes bin? Wenn du Runen hast, die du nicht brauchst, kannst du diese Talismane gerne bei mir gegen andere eintauschen. Gegen einen kleinen finanziellen Obolus natürlich. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Okay, und wir haben zwei neue Runen bekommen. Gut, hier kann man dann austauschen. Brauchen wir momentan noch nicht. Sprint verwenden wir. Und gequälte Seele können wir schon mal auswählen. Ja, da könnte man die hier reintun. Und wenn man ja, mehr reintut, wird es natürlich billiger. Dann kann man hier für welchen Charakter und ja, welcher Aspekt und welche Kampfkunst und kann so ja aussuchen. Und der verkauft natürlich auch Schmuck, aber leider keinen Schaden physisch, das brauchen wir am meisten. Das haben wir, glaube ich, auf einem Amulett. Ja, genau, Schaden physisch in Prozent. Jetzt haben wir hier noch. Okay, das bringt's nicht. Aber einen Stahlgladius können wir dann verwenden, sobald wir. Können wir eigentlich jetzt schon verwenden, aber wir müssen natürlich noch angreifen. Dann werden wir. Es ist ein bisschen zu laut hier. So. Gehen wir hier außen herum. Jetzt ist es wieder ruhig. Jetzt kann ich wieder besser reden. Ja. Da wir noch nicht so gut mit Botenspießen angreifen, machen wir noch kurz auf das Blaster. Und wir leveln uns noch kurz ein bisschen, bevor wir auf Silber messen und dort die Geschichte neu anfangen. Aber jetzt diesmal komplett. So, wir gehen jetzt noch kurz hier auf die Spieße und wählen eins aus. Mehr Stacheln auf dem Tentakel. Oder Mindestabstand der Stacheln schrumpft, wegen ein nahes Ziel ausgelöst, stehen die Stacheln enger. Das müssen wir nicht nehmen. Das hat einfach der Sinn, dass man es trotzdem noch alle trifft, weil die Stacheln gar nicht so eng sind, Maximum. Das habt ihr ja gesehen, die Stacheln sind ganz nah aneinander hochgekommen.
da haben das erste Stacheln mehr Stacheln auf dem Tentakel, das so ein Stachel mehrmals hittet. Also wie ihr gesehen habt, hitten wir schon zweimal pro Stachel, der trifft, und dann nehmen wir das erste, dann wird wahrscheinlich drei oder mehr Mals getroffen. So, Vorsicht Amon-Shi, jenseits dieser Brücke werden die Götter euch nicht mehr schützen. Seid ihr sicher, dass ihr keine Aufgaben mehr in Schlehenfuhr zu erledigen habt und eure Künste im Kampf nicht weiter stärken wollt? Ja, das kann ich dann besser hier. Dann werde ich weitergehen und ein bisschen leveln noch. Ich warte immer, bis ich den Fokus habe eigentlich. So, oh, sehr schön. Und es macht auch sehr viel Schaden. Aber eben die Reckzeit ist noch sehr langsam. Da wäre es besser, wenn man auch nicht mit dem Schwert angreift. Und mit dem Schild. So. Ja, hier kommen jetzt schon viel mehr und stärkere Monster. Und Monster, die ich nicht treffen kann irgendwie. Aber natürlich ist es noch nicht das Maximum. Es kommt erst viel später im Spiel. Im Sumpf hat es zum Beispiel sehr viele Gegner. Und ja, in anderen Gebieten, die ich jetzt noch nicht so gut kenne. Zum Beispiel in der Wüste gibt es sehr viele Gegner, die ja Bosses, also so Ding sind. Gegner, die halt ein bisschen besonders sind. Mit der gelben Aura. Zeigt mir mal, wie viel ihr aushält. Oh, ich habe falsch gezielt. Oder der Botenspieß ist falsch ge... So, ein Koboldsteinwerfer haben wir auch erledigt. So. Ja, hier leveln wir relativ gut. Jetzt haben wir schon wieder die Hälfte erreicht. Können ein bisschen weiter nach oben. Hier hat es nicht viel. Ah ja, ich möchte noch kurz einen neuen Part starten. Also bis gleich. Ich werde hier kurz warten. So. Also bis gleich. Bis zum nächsten Part.